dran haben. Vielen Dank. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, jeder, der politisch verfolgt ist und in Deutschland nach Schutz sucht, soll und muss ihn auch bekommen. Und Artikel 16a unseres Grundgesetzes zum Asylrecht ist schon einzigartig in dieser Welt, in unserer Welt. Und daran möchte ja auch niemand rütteln hier bei uns. Wir wissen, wie viele Menschen weltweit auf der Flucht sind, und viele machen sich nach Europa auf, auch nach Deutschland. Und Deutschland verschließt sich diesen Entwicklungen ja auch gar nicht. Und bei allem Verständnis für die Emotionalität, Frau Hasselmann oder Frau Jelpke, ich habe Verständnis dafür. Es geht ja schließlich auch um Menschen. Aber wir müssen immer in eine Ausgewogenheit auch kommen. Was können wir hier in Deutschland leisten? Wir können eine Menge leisten. Wir sind ein wohlhabendes Land. Aber wir müssen es auch in Maßen so machen, dass unsere Menschen, unsere Kommunen, ich komme noch dazu, das letzten Endes ja auch bewältigen können müssen. Die Zahlen, ja, Sie haben Vorschläge gemacht. Einiges ist davon schon umgesetzt und anderes ist vielleicht auch nicht so praktikabel. Die Zahlen hat Kollegin Lindholz schon genannt. Wir rechnen in diesem Jahr mit 400.000 Asylbewerbern. Und das wird eine große Herausforderung werden. Und wenn ich so Ihre Anträge lese, dann habe ich manchmal das Gefühl, als hätten wir überhaupt noch gar nichts getan hier in Deutschland für diese Menschen. Und das ist falsch. Wir haben schon eine ganze Menge getan. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal einen großen Dank an die Kommunen aussprechen. Die große Hilfs- und Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge in den Kommunen ist groß. Es ist auch schon von den Vorrednern angesprochen worden. Überall gibt es jetzt schon bürgerschaftliches Engagement in vielfältigster Weise. Die Kommunen unterstützen das, die Kirchen. Mein Landkreis stellt Geld für Integrationskurse, Sprachkurse zur Verfügung. Integrationslotsen werden ausgebildet. Das sind alles sehr positive, gute Beispiele, die es zu Hunderten gibt. Und insofern entnehme ich Ihren Anträgen nicht so ganz viel. Und wir können auch nicht, und das muss ich auch hier mal an dieser Stelle sagen, nicht immer nur mit der Forderung nach mehr Geld an den Bund kommen. Damit machen wir es uns wirklich zu einfach. Und ich denke, und da bin ich ja auch ganz bei Ihnen, es haben auch schon Vorredner gesagt, dann müssen wir auch, wenn der Bund wirklich mehr Geld in die Hand nimmt, ich weiß nicht, was morgen beim Gipfel herauskommen wird, dann müssen wir aber auch insgesamt über die Strukturen sprechen, dann müssen wir überlegen, was können wir ändern, was muss besser gemacht werden. Ich möchte aber zunächst auch noch mal auf ein Grundproblem bei der Aufnahme und der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sprechen. Das findet auch keine Erwähnung, nämlich die Schutzbedürftigkeit. Die Zahlen, auch was wir in diesem Jahr jetzt schon an Antragstellern gehabt haben, will ich gar nicht mehr erwähnen, aber es sind immerhin auch 50% aus dem Westbalkan. Und die Anerkennungsquote liegt unter 1%, weit unter 1%. Und ich bin auch fest der Überzeugung, dass wir weitere sichere Herkunftsländer brauchen. Das reicht noch nicht, was wir da haben. Oder wir müssen andere Strukturen so gut und sicher einführen, dass wir das nicht brauchen, dass wir aber die Menschen, die eben nicht politisch verfolgt sind, ich rede über den Artikel 16a, dass diese Menschen nicht mit dem Grund und mit der Erwähnung, hier, wir beantragen Asyl, hier zu uns kommen, das sind ganz andere Fluchtgründe. Und ich denke auch, oder wir müssen natürlich auch sehr stark an die Kommunen denken, weil die sind in der Kette natürlich an der untersten Stufe und haben dann die Last auch zu tragen, nämlich die Unterbringungslast und den Kostendruck, der damit entsteht. Nur eins, das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, wir haben einen Dreiklang in der Verantwortung. Das ist auch unserem föderalen System geschuldet. Und das ist auch richtig so. Trotz aller gesamtstaatlicher Verpflichtungen, die ja angesprochen worden ist, würde ich nicht von diesem Dreiklang abweichen wollen. Und da muss ich auch die Länder mal ganz stark in die Pflicht nehmen. Denn da müssen wir leider feststellen, dass viele Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Sie sind für die Unterbringung in einer Erstaufnahmeeinrichtung zuständig.
Und davon Lagerhaltung zu sprechen, Frau Jelbke, das finde ich ganz schlimm. Das ist also, oder Lagerunterbringung, so wie Sie das gesagt haben, das finde ich von der Begrifflichkeit schon sehr bedenklich. Denn da reden wir von Menschen. Und die Länder müssen dafür sorgen, dass die Flüchtlinge, die dort untergebracht werden, wenigstens so lange, jedenfalls deren Anträge offensichtlich unbegründet sind, dass die gar nicht erst auf die Kommunen verteilt werden. Das Gleiche gilt für mich auch für die Menschen, die unter die Dublin-Verordnung fallen, und dass sie erst dann verteilt werden. Und es ist auch richtig, dass die Menschen erst mal in eine Erstaufnahmeeinrichtung gehen, weil da sind ja Außenstellen auch des BAMF, da werden die Anträge gestellt, da könnten dann eigentlich auch sofort die Bearbeitung stattfinden. Und diejenigen oder die Menschen, deren Antrag offensichtlich unbegründet ist, müsste dann eigentlich, das wäre meine Idealvorstellung auch, dann durchgeführt werden während dieser Erstaufnahme und erst dann, wo wir sagen, die werden wahrscheinlich bei uns bleiben und dauerhaft und vielleicht auch anerkannt werden, dass erst die dann auf die Kommunen verteilt werden, das würde auch schon etliche Probleme lösen. Und dann kommt die Abschiebung. Die Länder sind für die Abschiebung zuständig. Und wir dürfen es auch bei uns in der bisherigen wirklich positiven Grundstimmung in unserer Bevölkerung nicht so weit kommen lassen, dass diese wirklich positive Grundstimmung kippt. Denn irgendwann, die Menschen haben ein ganz feines Gespür für Gerechtigkeit. Sie sprechen doch immer von Gerechtigkeit. So, und Gesetze haben wir schon dafür, dass wir sie einhalten und nicht, dass wir sie brechen, sondern dass wir sie einhalten. Und wenn jemand abgelehnt ist und er hat wirklich keinen Asylgrund und damit kein Bleiberecht, müssen diese Menschen konsequent in ihre Länder zurückkehren. Und dafür sind die Länder verantwortlich und das muss auch passieren. Und ich kann nicht immer nur vom Bund fordern und sagen, du gib nun mal mehr Geld. Ich will nun gar nicht die Zahlen erwähnen, die vielen Milliarden, die der Bund ja schon in die Hand nimmt für die Länder zur Unterstützung, für die Kommunen zur Unterstützung. Und die eine Milliarde, da sagen Sie immer, das ist ja nichts. Ja, eine Milliarde ist nichts, in diesem Jahr 500.000 und im nächsten Jahr. Also da ist schon eine ganze Menge. Die anderen Punkte, die schon, will ich gar nicht alle erwähnen, was wir gemacht haben. Die neuen Stellen hat Kollegin Lindholz auch schon angesprochen. Wir haben, und da muss ich noch mal auch die Linken ansprechen, Sie haben viele Punkte in Ihrem Antrag drin, die schon umgesetzt sind. Wir haben die Lockerung der Residenzpflicht nach 3 Monaten. Wir haben jetzt schon die Erleichterung bei der Arbeitsaufnahme nach 3 Monaten, mit Vorrangprüfung nach 15 Monaten, ohne Vorrangprüfung. Das sind doch alles positive Regelungen. Ich weiß gar nicht, warum Sie das alles immer so schlecht reden oder überhaupt nicht anerkennen, dass wir diese guten, positiven Regelungen auch haben. Wie gesagt, eine angemessene oder eine gesamtstaatliche Lösung, für die wir ja alle offen sind, wofür wir ja auch sind, die muss dann aber letzten Endes auch in diesem Dreiklang, in der Verantwortung aller drei Ebenen auch erfolgen. Und da ist der Bund in der Pflicht, da sind die Länder in der Pflicht und die Kommunen in der Pflicht. Und wir haben alle schon angesprochen, ich will es auch noch tun, auf den morgigen Flüchtlingsgipfel, mit Vertretern von Bund und Ländern. Und Frau Hasselmann, Ihre Erwähnung, dass jetzt die Kommunen nicht dabei sind. Ja, da sind wir aber als Bund der falsche Ansprechpartner. Da müssen Sie, nein, da müssen Sie die Länder ansprechen. Die Länder können die Kommunen mitnehmen. Und die Länder sind für die Kommunen, Sie wollen doch nicht in Abrede stellen, dass die Länder für die Kommunen verantwortlich sind. Und das ist ein wichtiger Punkt und es finden ständig Gespräche, auch wir können daher gerne darüber noch mal sprechen, und es finden ja auch ständig Gespräche statt. Wir von unserer Fraktion haben ständig Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden. Ich bin auch froh, und damit komme ich dann zum Schluss, dass wir in der nächsten Woche auch auf europäischer Ebene wieder, oder dass auf europäischer Ebene über
dieses Thema gesprochen wird. Ich denke, dass wir auf europäischer Ebene auch ein Quotensystem brauchen. Das muss auf mehr Schultern in Europa verteilt werden. Das können wir nicht nur alleine hier in Deutschland lösen, sondern das ist eine europäische Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort zu einer Zwischenintervention hat jetzt die Kollegin Hasselmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin.